Am Wort ist Magister Philipp Schrangl. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesminister, als Linzer bin auch ich verkehrsgeplagt von, der Kollege von den Grünen hat es vorher schon gesagt, 25 Jahren rot-schwarzem Stillstand in der Verkehrspolitik im Zentralraum in Oberösterreich. Und daher glaube ich, ist ein großer Wurf, hier dem oberösterreichischen Verkehrslandesrat der FPÖ, dem Günther Steinkellner, gelungen, diesen rot-schwarzen Stillstandsgordischen Knoten zu durchschlagen. Ein blauer Verkehrsstadtrat, ein roter Bürgermeister, ein blauer Verkehrslandesrat, ein schwarzer Landeshauptmann und eine grüne Bundesministerin haben es zusammengebracht, die Linzer oder den Linzern endlich das Beste aus zwei Welten zu bringen, nämlich das Stadtbahnsystem kombiniert mit einer O-Buslinie. Damit bringen wir wirklich Beschleunigung in den Linzer Verkehr. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich. Eine Straßenbahn bis ins Umland hinaus wäre zu langsam gewesen. Eine reine Stadtbahn für Linz nicht zielführend, weil zu wenig Haltestellen. Das bringt wirklich eine Verkehrswende. Witzigerweise ist auch der Beschluss im Oberösterreichischen Landtag gerade erst gefallen. Das heißt wirklich, Oberösterreichischer Landtag und hier jetzt auch im Bund, die Vereinbarung, wird die Vereinbarung durchgebracht. Und dafür möchte ich ganz herzlich danken im Namen der Linzerinnen und Linzer und hoffe, dass wir schnell bauen können, schnell umsetzen können, damit nach der Eröffnung der Linzer, der ehemaligen Linzer Eisenbahnbrücke in Linz mit dem Verkehr etwas weitergeht und 400.000 Menschen schneller zur Arbeit und nach Hause kommen. Dankeschön.